darf begrüßen, es kann losgehen im Namen der Sportfreunde Lotte. Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz unserer Sportfreunde Lotte nach einem Pflichtspiel in 2019. Heute zu Gast am 21. Spieltag TSV 1860 München. Das Spiel endete mit 1:1 und fand insgesamt vor 2419 Zuschauern statt. Begrüßen darf ich auch recht herzlich hier vorne bei mir an meinen Seiten die beiden involvierten Trainer der heutigen Partie. Für die Gäste Daniel Wirowka und für uns Nils Drube. Herzlich willkommen. Wie es sich gehört, das erste Wort gehört dem Gästetrainer. Wir sind gespannt, Herr Wirowka, auf Ihre Spielanalyse. Ja gut, die kann ich relativ kurz halten. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen überrascht waren über die Platzverhältnisse. Gestern war es noch ganz in Ordnung, dann hat es auf einmal angefangen zu schneien. Dass die Platzverhältnisse so waren, dass, glaube ich, dass es einfach für beide Mannschaften schwierig war, überhaupt Fußball zu spielen. Klar, dann wurden viele lange Bälle gespielt, dann beide Tore entschieden aus Fehlern. Klar, bei Lotte dann der Rückpass, der liegen bleibt. Bei uns kann Simon Lorenz den Ball schneller wegspielen, dann muss er vielleicht sich einfach ein bisschen cleverer verhalten, ein taktisches Foul machen, dann kriegen wir das 1:1. Und ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen die klareren Abschlusssituationen hatten, Lotte in der zweiten Halbzeit, und dementsprechend geht das dann auch in Ordnung, das 1:1. Ich glaube, wir sind beide froh, dass sich heute keine Spieler verletzt haben. Ich weiß nicht genau, was mit dem Jungen ist, der zum Schluss raus ist. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, weil ich glaube, dass für beide Mannschaften schon extrem schwer war, heute überhaupt einigermaßen Fußball zu spielen. Okay, danke.